Da geht's wieder los. Good evening, dear passengers. We're pleased to welcome you to Geneva, where the local time is now 10 minutes past 8. Und da ist auch Sahne wieder. Wie kommt das denn? Park Hotel Suisse and Spa. In Chamonix. Hier beginnt morgen das nächste Kapitel unseres UTMB-Abenteuers, der CCC. Und hinter diesen Bergen verbergen sich Schätze, die wir morgen entdecken werden. Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist CCC-Tag. Gute Nacht! Raus und schon kommt die Sonne. Also CCC, angefangen in Courmayeur, da war der Start, über 100 Kilometer mit etwas mehr als 6000 Höhenmetern. So, ist der Start über den Single Track. Ein Stück weit angekündigt die Stelle, oder? Ich wusste nicht, wo sie kommt, aber. Es lichtet sich so langsam. Da oben geht's hoch. Da oben. Vielleicht sehen wir die Leute, wo der Helikopter fliegt. Und jetzt geht's ungefähr 1,5 Kilometer runter. Schaut euch das mal an. Heute das Hot Wetter Kit aktiviert. Das bedeutet, dass wir extra Wasser mitnehmen mussten, eine obligatorische Sonnenbrille und was war's noch? Ach so, und eine Kopfbedeckung. Also, das ist gültig mit einer Halsbedeckung und einem Buckethead. Aid Station Nummer 2. Nimm viel Wasser mit, Sahne. Wir sehen uns. Abkühlen, wo es geht. Die anderen gehen über die Brücke. Das Hot Weather Kit ist heute nicht umsonst implementiert. Schweineheiß. Sind schon einige Leute da unten jetzt gewesen, die sich übergeben mussten. Und das kommt, wenn man nicht gut hydriert ist und dann das Essen nicht mehr reinkriegt. Weil jetzt erstmal geht es da hoch auf den höchsten Punkt der Strecke, glaube ich, mit 2600 noch was Meter. Der zweite Tag der Tour. Da geht es runter. Das war ein großes Stück Arbeit. Die jetzt zieht mir ganz schön die Kraft und auch die Höhe. Ich glaube, sobald ich an Laufen denke, ist der Puls sonst wo. Das wird jetzt entweder eine sehr ruhige Tour noch, eher ein Trail Walking, oder ich kriege mich jetzt in der langen Downhill erholt und komme wieder irgendwie in den Laufrhythmus rein. Mal schauen. Krämpfe haben aufgehört, aber mal sehen. Laut meiner Uhr haben wir jetzt 33 noch was Kilometer weg, aber schon die Hälfte der Höhenmeter. Approaching La Folie. Das ist, was wir mögen, ein Wasserfall. Und das ist, was wir nicht mögen, so Vandalen natürlich.
La Fouille liegt jetzt hinter mir. Und ja, bin gut runtergekommen vom Gipfel. Ist halbwegs gelaufen. Bin wieder schön ja, im Laufrhythmus, sag ich jetzt mal. Auf jeden Fall keine Hitze mehr, keine Höhe. Und jetzt genieße ich mal die Strecke, solange es noch hell ist. Und jetzt geht es ja mal einen ganz angenehmen Abschnitt weiter. Mir wurde gesagt, wenn wir im Wald sind, sind wir in der Schweiz. Weil dieses Rennen geht durch Italien, die Schweiz und dann nach Frankreich. Halbzeit in dem Tal, 50 Kilometer, 9 Stunden 25. Halbzeit bedeutet auch, dass wir bald vom Tag zur Nacht übergehen. Das ist Champillac. Wie man sieht, sind die Stirnlampen an und jetzt geht's hier runter. Das ist eine andere Dimension des Rennens. Wir haben jetzt noch ungefähr 40 Kilometer. Im Moment bin ich in einem tiefen Tief. Energie ist weg. Boah. Und mein Magen hat ein bisschen Probleme gemacht mit den. Vielleicht habe ich habe jetzt eine warme salzige Suppe gegessen oder getrunken, besser gesagt. Und dann hoffe ich mal, dass die Energie langsam wieder zurückkommt. Und hier geht's runter zur Aid Station. Gute Stimmung hier. Danke. Aus Trian raus. Vorletzte Verpflegung war das. Jetzt geht's schön geschmeidig. 850 Höhenmeter hoch. Brutaler Anstieg. Boah. Technischer Downhill. Der letzte große Anstieg. La Flagère. Skipiste. Und von da unten sind wir gekommen. Hier geht's echt steil hoch. Und ich bin fertig. Gipfel. Letzter Berg. Aber das war eine Arbeit, hier hochzukommen. Wow. Das letzte Stück des 6,5 Kilometer Downhills Richtung Chamonix von La Flagère. Und dann geht's auf die Zielgerade. Die Treppe zur Straßenüberquerung. Das gehört dazu, obligatorisch. CCC 2024. Letzte. Kilometer. Geschafft. Nur fürs Protokoll. Das hier ist Staub. Staub. Genau. Wir haben es geschafft. Ein paar Stunden nach dem Ziellauf. Erste Regenerationsmaßnahmen wurden ergriffen. Ohne dass wir schlafen konnten, weil wir sind am frühen Morgen angekommen. Im Hintergrund ist der UTMB-Zieleinlauf. Genau. Die großen Jungs und die großen Frauen. Ja. Naja, wie war der Lauf? Wie war es für dich? Bei mir war der Lauf unterteilt in erster Teil super schön, zweiter Teil super hart. Und das lag daran, das super hart. Meine Energie war weg nach ungefähr 67 Kilometern. Nicht ungefähr, sondern genau 67 Kilometern. Aber das lag an Wassermangel, haben wir festgestellt. Und ja, weil für den Salzhaushalt ist gesorgt. Aber ich habe einfach zu wenig Wasser getrunken mit den Bedingungen, unter den Bedingungen. Und das war halt, es war sehr staubig, war sehr warm. Nicht umsonst ist das Hot Weather Kit aktiviert worden. Aber eine Lektion, die wir gelernt haben, war,
dass die trockene Luftfeuchte auch ganz schön viel Wasser zieht. Ja, genau. Ich habe auch jeden Brunnen, jeden Bach mitgenommen, um genug Wasser zu bekommen. 2 Liter reichen definitiv nicht aus. Nee, das stimmt. Nicht unter diesen Bedingungen, die wir gestern hatten. Wie war es bei dir? Ich hatte ganz schön zu kämpfen, vor allem die erste Phase. Dann am zweiten Gipfel oben auf 2,6 hoch. Ich hatte Probleme mit der Höhe, ich hatte Probleme mit der Hitze. So dolle, dass ich wirklich ans Aufgeben gedacht habe. Ich habe 140er Puls gehabt, ich bin keinen Schritt vorwärts gekommen. Ich habe für einen Kilometer 40 Minuten gebraucht und habe mir dann wirklich dann oben ein Ultimatum gestellt, wenn es nicht besser wird, bis zur nächsten Verpflegungsstelle runter. Ich bin abgelenkt durch die Paraglider ab und zu. dann mache ich da auch Schluss, wenn das nicht so sein sollte, aber es hat sich gut gefangen und bei mir war dann die zweite Hälfte sehr gut. Ja. Auf der Schattenseite vom Gebirge, gut die kombiniert. Jetzt weg. Aber insgesamt können wir zufrieden sein, weil es waren 2260 Anmeldungen oder sogar Starter. Und davon sind 600, mehr als 600, knapp über 600, sind oder ausgestiegen oder haben die Cut-Off-Zeiten nicht geschafft. Ja. Und wir sind letztendlich, du bist 771. geworden und ich 689. Also können wir ziemlich zufrieden sein mit unserem ersten Chamonix-Abenteuer. Ja. Das kann man so sagen. Und, haben noch Lust auf mehr? Ich denke schon, ja. Jetzt, nachdem wir im Pool gesessen haben. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.